La 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 a la a la 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 a la 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 la. Hi. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, es wird House Flipper. House Flipper habe ich schon auf einigen Kanälen gesehen. Bei Gronkh, bei Paluten, ja, und auch bei Hand of Blood, Alter. Aber trotzdem muss ich sagen, es hat mich schon sehr gereizt. Und nach dem Erfolg des Bausimulators wollen wir hier jetzt quasi anknüpfen und mal schauen, was uns hier so erwartet. Ich habe schon gesehen, man geht in Häuser, man darf die so ein bisschen umdekorieren, man muss sie entrümpeln, so entsaubern, irgendwie reinigen, Alter. Und ab dafür. Oh, wir werden hier direkt reingeschmissen. Willkommen bei House Flipper. Dieses Spiel ermöglicht es dir, Häuser zu kaufen, sie zu renovieren, einzurichten und dann wieder zu verkaufen. Ah ja, okay, wir sind also eine Art Makler oder sowas und müssen quasi die ganze Scheiße selber machen. Bis dato musst du dich mit dieser Bruchbude genügen, die du dein eigenes Büro nennen darfst. Ferner steht dir dein Laptop zu, deine Steuerzentrale. Das hier ist jetzt also mein Büro. Ein Hund im Büro? Hallo? Ah, ich habe auch schon einiges an Geld. Ich habe $25.000. Und trotzdem hier so eine Bruchbude. Ah, wegwerfen. Wegwerfen, 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 weg, 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 weg. Okay, okay, ich habe jetzt hier den Weg schon mal freigemacht. Und das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Hallo! Ich will hier mal rein. Wie komme ich denn rein in den Laden? Lass mich mal rein. Reinigen noch nicht verfügbar. Ja, ich will ja nicht reinigen. Ich will rein. Nicht reinigen, sondern rein. Krieg ich das Fenster? Nee. Oh ja, da hängt aber eine schöne Ische. Hallöchen, Madame. Good work takes hard work. Ach so. Lol, der Dreck auf dem Boden war auch noch Dreck. Ist ja ganz schön hier. Ist wie bei mir momentan zu Hause. Da steht eine Kettensäge. Kann ich die benutzen? Oh ja, aufheben. Aha. Gut, also ich muss hier erstmal meine eigene Butze ein bisschen aufräumen. Machen wir mal eben hier, zack, zack. Mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser kaufen und zwischen ihnen switchen. Dann machen wir das mal. Ich finde, es ist ganz normal. Du gehst, machst den Laptop an und dir wird erstmal so der Kontostand angezeigt und das Datum. Das Datum stimmt sogar. Sogar die Uhrzeit stimmt. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, der Hammer. Aber der Kontostand stimmt nicht. Ich guck mal eben auf meine Konto-App. Ja, da scheint ein Fehler zu sein hier. Hör mal, wer da hämmert, Gaming. Sandra Ziegler. Mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen. Das ist ganz normal. Da weißt du, ziehst aus, streitest dich und dann überlegt man so, wer kriegt den Hund, wer kriegt die Couch, wer kriegt die Heizung. Kenn ich. Aus vergangenen Zeiten. Ja, ja. Bei Facebam sah ich, dass mein Ex in meine Wohnung eingebrochen ist und diese aus Rache verwüstet hat. Sandra, es gibt eine Möglichkeit, deine Sprache zu verbessern. Bitte melde dich, Sandra. Ja, wir können dir auf jeden Fall helfen. Ich bin sprachlich auch nicht fehlerfrei. Aber das so abzuschicken und als Business-E-Mail quasi, weiß ich nicht, macht auf mich nicht so den guten Eindruck. Vielleicht ist Sandra auch irgendwie so ein Henker und verprügelt mich, wenn ich da in die Wohnung komme. Naja, gucken wir erstmal weiter. Informieren Sie bitte nicht die Polizei. Ich werde selber nach meiner Dienstreise mit meinem Ex abrechnen. Lol, okay, sie ist halt wirklich ein Killer. Du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du den Dreck mit dem Mob reinigen. Okay, Sandra, ich bin da. Mach mal auf den Lachs. Aha, welcome. Wischi, wischi, wisch. Mach mal sauber den Lachs. Boah. Wo ist denn die geklaute Heizung? Wurde gesagt, dass hier eine Heizung fehlt. Hier ist eine drin. Das sehen wir auf jeden Fall. Hier hinten fehlt die Heizung. Okay, weil im Schlafzimmer ist ja auch eine. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier den ganzen Boden, den ganzen Scheiß hier erstmal wegräumen. Zack, zack. Sandra, du hättest ja trotzdem mal aufräumen können. Also nur, weil dir die Heizung geklaut wurde, musst du nicht wie ein Messi leben, Alter. Nehmen wir mal wieder den Reinigungsmob und mobben ein bisschen. Hier auch noch die Wand ein bisschen wegmobben. Und dann mobben wir nochmal die Spüle, Alter. Schön mobben. Blitzeblank der Laden fast hier. Wenn das mal zu Hause so schnell gehen würde, oder? Sogar aufs Sofa hat er gekackt. Das sieht halt wirklich aus wie Scheiße. Reinige die Beschmutzungen, Alter. Haben wir hingekriegt. Hier machen wir auch mal wieder. Machen wir mal schön hier wieder ran an den. Ich meine, ist auch eine enge Butze, ne? Muss man auch mal sehen. So, dann stellen wir jetzt hier den Stuhl schön ran. Zack. Schön noch eine Vase obendrauf. Das sieht doch noch was aus. Ab sofort steht Ihnen eine Tablette zur Verfügung. Schön ein bisschen was zum Einschmeißen. Drücken Sie Tab, um es zu entfernen oder auszublenden. Diese Sprache in diesem Spiel fasziniert mich jetzt schon. Machen wir mal die Tablette auf.
So, Tablette her. So, Wasserinstallation, Duschinstallation, Klimaanlage, Toilette, Waschmaschine, Spüle, Handtuch, Heizkörper. Heizkörper. Jetzt können wir eine große oder eine kleine. Oder irgendwie. Ich nehme erstmal die billige, glaube ich. Jetzt kaufen. Zack. Oh, siehst du. Guck mal, können wir direkt hier installieren. Oh, das passt nicht so ganz von den Rohren, oder? Achso, montieren. Oh, wir müssen das selber machen. Wahnsinn. Oh, wir müssen noch festziehen. Aha. Ja. Und dann hier auch nochmal. Da löppt der Lachs, hä? Im wahrsten Sinne. So. So viele Zeitungen, so viele Kartons im Schlafzimmer. Und hier hat auch so richtig einer reingeschissen. Wer will denn in so einem Bett noch pennen, Alter? Jetzt mal ohne Witz. Wir nehmen mal jetzt hier noch den Möppchen. Schön. Du kannst den Auftrag jetzt für 655,03 € abschließen. First Money. Du entwickelst dich. Nimm dein Tablet und bestimme, wofür du die erworbenen Fähigkeitspunkte verwenden möchtest. Scharfsinniger Blick. Du siehst einige der Verunreinigungen auf der Minimap. Schnelle Hände. Aufräumen schneller. Weitere Reichweite. Ultra Hyper Mob 2018? Alter, ich mach das hier. Ich will einen krassen Ultra Mob haben irgendwann. Ich meine, hier zu Hause sieht es jetzt auch nicht so geil aus, ne? Vor allem, warum habe ich eine verfickte Kettensäge? Schön ans Bett. Ich meine, wer wacht nicht morgens gerne auf und sieht einfach so, ah, der Kettensäge geht's heute auch wieder gut. Da kann ich ja noch ein Stündchen schlafen. Vielleicht können wir unser Haus auch irgendwann pimpen. Und irgendwann so eine richtig geile Maklerbutze, Alter. So, wir haben hier wieder zwei E-Mails von Caroline und von Jens. Bitte räumen Sie die Garage auf. Okay. Bitte werfen Sie alle Kartons und den ganzen Müll sowie die alten Reifen weg. Vergessen Sie nicht, die Fenster zu putzen. Die Werkzeuge sollen so bleiben, wie sie sind. Hier bleibt alles so, wie es ist. Mein Mann mag es nicht, wenn man sie umstellt. Nein, das heißt doch nicht Schnauze! Frau Caroline, sind Sie zu Hause? Auftrag Garage des Mannes. Aber dann gehen wir doch einfach ins Haus und gucken, was da so drin ist, oder? Aber die haben wenigstens mal sauber gemacht. Hier ist wenigstens mal alles clean. Die haben sogar einen Mülleimer. Kann ich den einfach... Ich meine, ich kann ja einfach die ganze Bude umräumen. Ich stelle einfach den Müll einmal dahin. Stell dir vor, kommt so ein Handwerker zu dir nach Hause und räumt einfach alles um. Nimmt sich so das Sofa und denkt sich so, ich finde eigentlich, es soll hier in der Küche stehen. Finde ich hier einfach geiler. Verstehst du das? So Klopapier, das braucht man doch im Wohnzimmer. Beim Wichsen. Sitzt du schön auf dem Sofa, nimmst dir eine Rolle Klopapier und dann... Geht's los! So, jetzt kann man hier nämlich erstmal schön fappen, während man... Also, das ist auch nicht so gut gelöst hier, muss ich sagen. So, dieses Sideboard. Man muss doch auf dem Sofa sitzen und nach vorne gucken, um dann die totale Fap-Experience zu bekommen hier, Alter. Also, ich finde schon, ich habe hier schon einige Verbesserungen durchgeführt, obwohl das gar nicht mein Auftrag war. Aber ich finde, das ist so der gewisse Service, die aller Ultras GmbH natürlich auch anbietet hier. Verstehst du das? Das ist nämlich unser eigentlicher Auftrag. Hier können wir die ganze Scheiße mal wegräumen. Bla, 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 bla. Ah, das sind die neuen Reifen. Das sind die alten. Die müssen weg. Dann wischen wir hier nochmal schnell durch. Machen das hier alles seidig glänzend. Zack, 100%. Räume den Müll auf. Also irgendwo liegt noch Müll. Da oben. Sehr gut. Fenster reinigen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der absolute Megahammer. Ey, wir hätten das auch alles hier reinbauen können. Wir könnten einfach das, was ich aus dem Wohnzimmer gemacht habe, in die Garage stellen, Alter. So, jetzt können wir theoretisch dem Auftrag abgeben. Aber wir wären ja nicht die aller Ultras GmbH, wenn wir nicht die Idee, die wir eben im Kopf hatten, nochmal eben umsetzen würden. So, Leute, herzlich willkommen zu Pimp My Garage, Alter. Ich habe jetzt quasi aus dem verdreckten Loch, was wir vorher vorgefunden haben, ja, überall waren irgendwelche Kartons und überall war es dirty und die Fahrräder waren da und es war eigentlich kein Wohlfühl-Feeling drin, habe ich jetzt so eine richtig schöne Männergarage gemacht mit Entspannungsecke, ja. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Wir haben jetzt die Werkbank hier natürlich schön auf die linke Seite gestellt. Ja, man kann dann natürlich den Platz entsprechend ausnutzen. Wenn man dann mal eine Radtour machen will, habe ich die Fahrräder hier schön auf die andere Seite gestellt. Ja, dann hatten wir hier noch die anderen Regale und jetzt hat man hier auch viel mehr Platz. Aber jetzt kommt das Herzstück des Ganzen. Und das ist natürlich ein aller Ultras GmbH Service erster Klasse. Ja, das bieten wir kostenlos mit an. Wir haben hier einen Biercontainer, aka Kühlschrank, Alter. Dann haben wir hier ein schönes Wohlfühlsofa mit entsprechender Reinigungsutensilie direkt in nächster Nähe, falls mal was daneben geht, ihr versteht schon. Und natürlich direkt der Fernseher zu Füßen, dass man sich da nicht großartig bewegen muss. Und man hat hier noch eine schöne Lampe für das Ambiente. Das bieten wir mit an. Und ich muss sagen, dafür nur 400 € zu verlangen, ist ganz schön preiswert. Ha? Also Leute, wenn ihr glaubt, ich bin eine gute Tine Wittler und ich sollte auf jeden Fall noch weitere Wohnungen oder Häuser entrümpeln und umdekorieren, so wie ich es gerade gemacht habe, ja, aller Ultras Unite, ihr versteht, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren
wissen. Ich werde das natürlich dementsprechend auswerten. Ich muss sagen, mir hat schon sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es hat ein bisschen mehr Tiefgang vielleicht als der Bausimulator. Ansonsten abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.